Hallo und herzlich willkommen YouTube hier auf meinem Channel mal wieder unterwegs und es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und bevor ich aber loslege mit dem Video, erstmal danke an die ganzen Abonnenten. Ich weiß, die meisten kommen von einem Credit-Kanal, weil ich ja dort ein Video hochgeladen habe. Also danke, dass ihr mich abonniert habt. Also ihr seid ja die Leute, die sich entscheiden, mich zu abonnieren. Deswegen echt ein Dankeschön geht raus. Und jetzt kommt mal ein neues Live-Commentary, kein Commentary an dieser Stelle. Und zwar spielen wir Advanced Warfare. Und ich bin absolut der Noob da drin. Ich versuche auf diese DNA-Bombe da zu schwitzen. Und es ist viel gecuttet, weil ich echt der Nolan bin in diesem Spiel. Und ja, zeigt doch mal mit einem Daumen nach oben, ob es euch gefällt, oder schreibt in die Kommentare, ob es euch nicht gefällt. Wie gesagt, ist nur mal ein kleiner Versuch, Advanced Warfare zu spielen, und ich bin absoluter Noob, aber das sage ich auch oft genug im Video, also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace. Advanced Warfare. Hallo und herzlich willkommen YouTube hier auf meinem Kanal, diesmal nicht zu einem Commentary unterwegs, sondern beim Live-Commentary. Ja, ihr seht schon, ich komme direkt aus dem Livestream, deswegen lasst mich kurz einmal die ganze Scheiße hier weg. Ihr seht ja schon, es ist nicht Black Ops 3 im Hintergrund, sondern Modern Warfare, nicht, stimmt gar nicht, Advanced Warfare. Und die einen oder anderen denken sich dann schon so, eklig. Ja, also ich muss sagen, ich habe das Spiel seit 2 Wochen, ich kenne mich absolut null aus. Ich habe mit Black Ops 3 wieder angefangen mit COD, hatte eine Pause. Wenn man Scuff hat, ist es ganz lustig. Ihr müsst aber wissen, dass ich absolut die Niete in diesem Spiel bin. Und ich werde, ich sag mal eine Serie, ich werde ein paar Videos hochladen, wo ich auf diese DNA-Bombe schwitze. Und es wird sich steigern. Also das heißt, dass ich jetzt wahrscheinlich verkacken werde. Ich habe noch nicht mal so gute... Wie mache ich das? Achso, 35, okay. Siehst du hier, es fängt schon mal gut an, ihr merkt schon. Ah, was ist das für ein Noob? So, das ist unsere Klasse. Kann sein, dass das hier gecuttet wurde. Wir spielen Team Deathmatch, weil ich sonst übelst verkacken werde. Ich bin Level 19. Ich habe keine Ahnung, was der zieht. Und wir joinen nach. Das macht schon mal richtig Spaß. Und desto mehr Resonanz hier zeigt, desto öfters werde ich versuchen, hier mal was zu reißen. Ich gehe auf jeden Fall auf die DNA-Bombe, oder wie auch immer das heißt. Und DNS-Bombe, glaube ich. Ihr merkt schon, ich bin der richtige Profi. Absolut kein Wissen über dieses Spiel. Ich spiele einfach die hier. Die Waffe finde ich ganz lustig. Ich habe auch bei manchen Videos gesehen, dass viele Leute die spielen. Ja, Leute, es ist okay, es ist okay. Ich sterbe eine 0 zu 2, alles easy. Ich würde das nicht hochladen, wenn ich richtig scheiße spielen würde. Was war das? Ja, was soll ich sagen? Wir gehen jetzt einfach mal hier hinten lang und versuchen, diese Gegner zu orten. Nur leider habe ich keine Ahnung, was man hier so runterschießt und was nicht. Ich habe so absolut keinen Plan von dem Spiel, Leute. Das müsst ihr euch mal geben, Alter. Absolut null Planung. Ja, Leute, lass mich sehen. Sein Aim war auch auf jeden Fall nicht besser als... Na, nevermind, dazu sage ich nichts. Ich stehe eventuell nicht ganz so gut. Aber egal, wir sind ja hier, um uns zu bessern. Eventuell ist die Serie auch nur da, um vielleicht den Leuten, die nicht so gut sind in Call of Duty oder so, mal zu zeigen, dass man sich bessern kann. Und darauf ist die Serie auch ausgelegt. Sprich, ja, jetzt nehmen die doch. Ich sacke am Anfang, aber es muss ja nicht heißen, dass ich komplett schlecht bin. So, jetzt haben wir unser Geschütz. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht verkacken. Ich weiß gar nicht, wie ich stehe. Okay. Wie. Ne, Geschütz will ich nicht, Digga. Ich will die Drohne. Ich weiß auch nicht mal. Man kann die Drohnen ja irgendwie so auswählen mit Sachen. Okay, doch, habe ich hier gemacht. Hat aber absolut gerade gar nichts gebracht, auf jeden Fall. So, Warthog haben wir auf jeden Fall easy. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es für mich so läuft. Ihr seht schon, dass was Aim angeht, habe ich keins. Ja, bin down auf jeden Fall. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben den hier und ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Okay, leider ist es nur so ein Shit hier. Ist nicht gut für die DNS-Bombe, aber wie gesagt, ich bin nicht gut in dem Spiel und ich habe auch absolut keinen Plan, wo man hier so lang gucken muss. An dieser Stelle einfach mal eine Frage an Infinity Ward oder von wem auch immer das Call of Duty ist. Sag mal, was für eine Streak ist das eigentlich? Das spiele ich ja lieber Fanlink-Ladung und Black Ops 3. Oh Gott. Was ist das, Digga? Nee, da gehe ich lieber raus. Das gefällt mir gar nicht, das Teil.
Muss ich echt sagen, das gefällt mir gar nicht. So, jetzt machen wir hier das Geschütz hin und hoffen, dass es irgendwelche Kills macht. Was ist denn das? Was ist das? Was soll das? Digga. Okay, wir haben jetzt hier, was auch immer das hier ist. Okay, oh Gott. Absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Leute, ich weiß nicht, was hier los ist. Digga, das Anvisieren dauert aber auch so lange in diesem Spiel. Bis du anvisiert hast, ist das ganze Game schon zu Ende. Okay, den holen wir uns auch noch. Okay. Die Map kenne ich aus paar YouTube-Videos. Sprich, eventuell ist hier DNS möglich. Ich will jetzt aber nicht zu krass drauf ansprechen. Denn, wie gesagt, ein absoluter Noob. Drohne ist ready. Okay. Nein, ich sterbe natürlich auf 10er. Egal, war auf jeden Fall ein guter Versuch. Ich will da jetzt auch gar nicht sagen, dass das irgendwie eine DNS hätte werden können. Aber war auf jeden Fall ein guter Versuch. So, damit beende ich dieses Video einfach mal. Habt dazu auch gar nichts mehr zu sagen auf jeden Fall. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst doch mal einfach ein Like wissen, ob es euch gefällt, ob ihr mehr sehen wollt. Oder generell, wenn ihr ein bisschen Advanced Warfare sehen wollt, wie ich absolut reinscheiß. Ansonsten schreibt einfach mal ein paar Spiele in die Kommentare. Und zwar entweder so Black Ops 3 oder Advanced Warfare, weil mehr habe ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns sicherlich.